Hula Hula, sagt Ritter Sport und hat uns eine Kokoswaffel Schokoladentafel auf den Markt gebracht. Die habe ich jetzt diese Woche das erste Mal, na, bis das Video rauskommt, ist es ja schon gar nicht mehr diese Woche, nicht so schlimm. Jedenfalls, ich war einkaufen und habe die neu entdeckt und dachte mir, geil, die musste mal probieren. Kokoswaffel. Nährwerte und Zutaten sind wie immer am Ende des Videos. Es ist eine gefüllte Vollmilchschokolade mit Kokoscreme zu 35% und einer Waffel mit Kokoscreme-Füllung, also 10,5%. Da bin ich... Oh, das hörte sich schon sehr, sehr waffelig an beim Durchknacken. Es war auch ein ordentlicher Widerstand, also gehe ich davon aus, dass die Waffel echt schön knusprig ist. Ich gehe auch davon aus, dass sie nicht nur knusprig, sondern auch crunchy ist. Es sind die gewohnten Rittersport kleinen Würfelchen drin und wirklich schön durchzogen mit dieser Schokolade, sage ich schon, mit dieser Waffel. Es ist hier das untere und oben drüber das weiße. Ich weiß gar nicht, ob du es überhaupt erkennst. Das ist dann die Kokoscreme-Füllung. Ups, das wäre mir fast die Tafel aus der Hand gefallen. Das wäre natürlich nicht so schön. Klasse. Absolut klasse. Hm. Also ich muss sagen, ich finde die Waffel gar nicht so crunchy, wie ich gedacht hatte oder mir das so vorgestellt hatte. Ich finde diese Waffel soft und zart, leicht, für eine Waffel relativ fluffig, würde ich jetzt mal sagen. Das Kokos kann man nicht mit einem Bounty vergleichen. Es gibt ja auch Bounty mit Vollmilch. Würde ich jetzt nicht sagen, weil das ist eine andere Art von Kokos. Wie drücke ich denn das am besten aus? Es ist halt, ein Bounty ist halt wesentlich süßer, mal davon abgesehen, dass halt noch die ganzen Kokosstückchen beim Bounty mit dabei sind, die ja hier nicht dabei sind. Es schmeckt halt anders nach Kokos. Ich probiere noch mal ein Stückchen, vielleicht, upsa. Vielleicht fällt mir dann ja das richtige Wort ein. Es lässt sich auch nicht so geil, weil die Waffe am Stück ist, durchbrechen. Milder. Milder ist das. Dezenter. Also es schmeckt schon in der Tat sehr kokoslastig. Also das Kokos kommt total durch. Das kann man nicht verleugnen. aber es ist nicht so, es überwältigt dich nicht. Es ist wirklich schön mild. Echt klasse, die Schoki ist richtig, richtig geil. Das haben sie richtig klasse hingekriegt. Ich lasse die jetzt einfach mal, sonst fällt mir der ganze Spaß runter. Die ist echt Hula Hula. Ja, kann ich nur empfehlen, das gute Stück. Ich bedanke mich bei dir auf jeden Fall fürs Zuschauen. Und ich wünsche dir noch einen schönen Tag. Ciao, ciao.